Huch, Regen und es ist wahrscheinlich Nacht, oder? Oh ja, es wird gerade mit Macht dunkel. Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. Wir machen weiter mit dem Schiff, zu dem ich von euch viele konstruktive Kritik bekommen habe. So, und zwar wird tatsächlich das Hauptproblem am Heck daran liegen, dass ich es einfach zu schnell hier habe runterkommen lassen. Ja, genau. Was ich am Anfang noch gesagt habe, dass man hinten so ein klobiges, großes Heck hat und dann dafür vorne irgendwie total wenig Gewicht, das war irgendwie richtig, oder? Dass ich das dann hier so sehr verschlankt habe, das war irgendwie Mist. Der Pferd ist ja schon wieder da im Wasser. Naja, gut. Ja, und ansonsten habe ich mir überlegt, dass es vielleicht besser ist, wenn wir unseren einäugigen Piraten mindestens noch einen weiter nach hier vorne ziehen. Dann können wir da hinten ja vielleicht in der Kapitänskajüte auch richtig was anstellen. Wisst ihr was, das machen wir zuerst. Das löst dann vielleicht löst sich dann auch das ein oder andere Problem, wie von selbst hinten mit dem Heck. Dass es irgendwie merkwürdig aussieht. So. Alle einsammeln, alle einsammeln. Du auch. Und du auch. Genau, ich fange einfach hier jetzt an. Ups, Glück gehabt. Und ich glaube fast, dass es für diese ganzen Arbeiten hier sinnvoll wäre, wenn ich tatsächlich jetzt mal den Schiffsrumpf auch fertige. Huh? So, aber erstmal machen wir das jetzt so hier. Genau, dann machen wir den wieder ein Stück tiefer. Danke. Da so hin. So. Dann müsste es eigentlich reichen, wenn der hier ein bisschen tiefer liegt. Ach, die Schande. Doch, ist richtig so. Ach, warte mal. Dann können wir es ja doch so lassen. Gott, ich werde gerade durch Niesanfälle geplagt. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht. Ist das denn so in Ordnung? Nach wie vor haben wir das Problem. Ah, aber wartet. Das kann weg. Das kann sehr wahrscheinlich auch weg. Und dann werden wir hier Platz haben. Dann werden wir hier eine Treppe einfach falsch rum dran machen. Und dann kann man auch darunter schlafen. Doch, ich glaube, das wird so gehen. Und die Treppe kann dann einfach auch schon hier anfangen, ne? Um da hochzugehen. Na, sollte ich das vielleicht mal ausprobieren? Ich glaube schon. Ach, hier habe ich mit Slabs gearbeitet. Stimmt ja. Was? Kaputt? Ich habe noch eine. Sieht so krüpselig jetzt hier aus, aber ich glaube, es wird im Nachhinein gut aussehen. Wartet mal. Den sollte ich am besten schon hier reinpacken. Aha. Das heißt, hier, ja, hier, hier. Eins, zwei, oh, keine mehr da. Doch. Und drei.
Ah, super, jetzt kriegen wir da unten richtig Platz drin. Ja, genau, so will ich das, so wollte ich das. So wollte die Stadt doch die ganze Zeit auch haben, ne? Ja, dann machen wir jetzt hier so oben einen Slab so. Und, oh, scheiße. Und einen Slab so. Ja. Ich glaube fast, hier können wir noch... Können wir auch Slabs nehmen. Ja, genau. Perfekt, 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 perfekt. Und jetzt haben wir hier drin richtig Platz. Ja, super. Dann war sogar Platz bis da drunter. Ach, wie schön. Wartet kurz. Was ist hiermit? Da hätten wir sogar auch noch Platz. Okay. Ich packe einfach mal hier jetzt eine Fackel rein. Ich habe nämlich keinen Bock, dass hier irgendwie Viecher drin spawnen. Sollte ausreichen eigentlich. Überhaupt habe ich hier auf dem... Ah, auf dem Deck auch noch nichts, ne? Dann machen wir das mal so hier. Könnte ja sonst auch passieren. Und jetzt habe ich auch schon keine mehr. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir das jetzt hinten mit dem Heck irgendwie wieder ein bisschen besser hinkriegen. Ich glaube fast, es macht am meisten Sinn. Oh Gott, das ist da schon so tief. Ich habe jede Menge Verlust hier. Wartet mal, ich packe da jetzt Erde drunter. Damit alles, was ich abschlage, dass es dann hier irgendwie auf der Erde landet. Und noch ein Stück. So. Da hinten hängt sogar etwas über. Ja, ja. So habe ich mir das jetzt irgendwie nicht vorgestellt mit dem Bau eines Schiffes, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe es mir viel einfacher vorgestellt. Kaum zu glauben, aber wahr. Zumindest hätte ich gedacht, dass mir das noch einfacher und noch schneller von der Hand geht. Okay, vielleicht geht es einem auch beim zweiten Schiff einfach schneller von der Hand. So. Besser ist das. Jetzt liegt es auch wieder irgendwie auf dem Trockendock, ne? So. Okay. Fangen wir einfach mal an. Ich schlage erstmal alles weg, was wir hier so an Treppenstufen haben. Ich denke, die müssen nicht sein. Das hier schlagen wir auch erstmal weg. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nur drei runtergehen und dass wir dann hier schon auf die Wasseroberfläche treffen. So, ab dieser Höhe schon. Das heißt, entsprechend müssen wir das da oben auch angleichen. So. Okay. Das ist der hinterste Bereich. So können wir es lassen. Und dann nehmen wir jetzt erstmal Holz. 1, 2, 3. Das heißt, hier wollen wir schon auf der Wasseroberfläche sein. Und zwar mit einer Treppe, denke ich mal. Okay, dann setze ich mal hier ein paar Hilfsdinger hin. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ob das denn auch so breit ist, weiß ich noch nicht. Ich glaube aber fast schon. So, dann wollen wir hier drüber eine Treppe haben. Und hier drüber auch noch eine Treppe. Dann machen wir das so. Dann ist das Ganze doch da hinten sehr viel kastiger, oder? So, und der ganze Rest hier ist ja dann jetzt komplett schon, doch, ist dann schon komplett hier auf dem Wasser, ne?
hier habe ich das ein bisschen anders gemacht. Ja gut, das ist auch eine gute Idee, statt des Slabs da eine Treppe hinzubauen. So. Ja, es gefällt mir vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber du musst auch weg da und du auch. Ja, immer noch ist es relativ viel. Gucken wir mal, ne? Jetzt lasse ich es doch mal da. Nee, doch nicht. Ich ziehe es lieber wieder erstmal so runter. Also, wartet mal. Theoretisch so erstmal. Ach, muss ja gar nicht. Ah! So. Da packen wir eine Treppe hin. Oder... Schon wieder Nacht. Mein Gott, wie lange brauche ich denn hierfür, bitte? Ich wollte heute wenigstens in der Folge das Heck und die Kajüte fertig kriegen. Also zumindest vom Platzangebot her, ne? Ja, der muss weg, der muss weg. Da muss was anderes hin. Das heißt, da müssen wir auch eine Treppe so hinbauen. Und jetzt können wir so runterkommen. So. Du musst auch weg. Ding, ding. Wah! Immer das Gleiche heute. Ach Mensch, jetzt komm schon. Ich habe eine Treppe extra hier. Wartet mal, wo ist die denn? Da ist die Treppe. So, sieht das jetzt besser aus? Ich denke schon. Was ist, wenn wir da noch eine Treppe hinbauen? Aber nicht so. So. Da stimmt noch was nicht. Hier müssen wir noch irgendwo eine Treppe einbauen. Und wenn sie nur hier hinkommt. Gell? Ja, hier ist es halt irgendwie zu krass, ne? Moment. Moment. Soll ja harmonisch werden. So, für Stück muss es auch außen irgendwie breiter werden, ne? So, wartet mal. Was ist, wenn ich da eine Treppe hinmache? Und hier. Und da. Brauche ich dann hier auch noch eine? Jetzt ist es nicht mehr so kastenmäßig, ne? Gerade war besser. Ich glaube, gerade war besser. Wobei, wartet mal, wenn wir den weglassen... Ich meine, gerade war besser. Oder? Ist es so? Können wir das so machen? Ich werde doch wahnsinnig hier mit diesem Heck, Mensch. So ein Heckmeck, Mann. Okay, also. Das hier nochmal alles weg. Ich fange gleich an, mir ein Bild rauszusuchen, echt? Wartet mal, das Schiff kommt ja auf beiden Seiten so komplett eigentlich runter, oder? Was ist denn, wenn ich jetzt so mache? Und meinetwegen hier dann doch nochmal eine Treppe ansetze. Ich habe schon wieder ein bisschen Angst davor, wenn ich das auf der anderen Seite dann auch machen muss.
Oder sollen wir die untersten einfach dann immer so machen? Also, dass sie so nach innen weggehen. So. Ach, Mensch. Das Teil stört einfach hier. So. Damit halt klar ist, dass das Schiff ja auch in diese... Wobei, wartet mal, in dieser Richtung muss es jetzt gar nicht sein. Oh, da ist uns ein Fehler passiert. Ich glaube, da muss ich auch zuerst die Treppe hinmachen. Bevor ich dann hier den Stamm draufsetze. So. Okay, jetzt gefällt es mir schon mal besser. Ich denke aber, dass der doch da weg muss. Auch wenn das so kastig gar nicht schlecht aussieht. Wie wäre es denn damit? Ja, diese Ecke ist halt leider immer noch ein Problem. Ich glaube, ich lasse es so. Es sieht auf jeden Fall viel besser aus als vorher, ne? Ich meine, wir haben es halt da auch so. Ach ja, ich glaube, so ist ganz okay. Besser als vorher. Jetzt muss ich das nur noch auf der anderen Seite... Ah! Muss ich das auf der anderen Seite nur noch mal genauso hinkriegen? Ich glaube, hier können wir jetzt einfach besser mal hier unten drunter durchtauchen. So. Okay. Ach scheiße, was habe ich denn hier gemacht? Der darf da nicht so sein. Dann machen wir da einfach noch mal einen Block hin, so. Wirklich? So? So, und jetzt haben wir da einen Block und dann noch den da. Das heißt, der muss weg. So und so. Da kommt ein Block hin. Gell? Ach, scheiße. Den haben wir verloren. Soweit so gut. Jetzt brauchen wir... Moment. Hier sind die Blöcke bis nach oben und dann kommt da so einer hin. Aha. Das heißt, der Block noch. Ah, shit. Das ist eine Treppe. Der Block noch und eine Treppe. Sieht das jetzt richtig aus hier? Ja, wenn wir das hier noch ein bisschen entschärfen wollen, können wir da ja noch sowas hinmachen. Ja. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Da unten kommt einer in diese Richtung hin. Das bedeutet hier hin, ne? So. Und alles daneben ist schon eine Verlängerung hiervon. Huch, ich hab mich jetzt erschreckt. Ich hab gedacht, das wäre ein Creeper, der da steht. So, du da und du da. Und der komplette Rest hier einfach nur so zu? Vielleicht noch so? Gucken wir mal. Die beiden so rauf und dann einer und eine Treppe. Die beiden so rauf und einer und eine Treppe. Und hier haben wir ein Problem. Was ist denn hier jetzt das Problem? Einfach, dass dahinter noch ein Block gehört. Ja, in Ordnung. Das können wir ja... Das kriegen wir hin. So. Dann gehen wir nochmal schwimmen, um uns das ein bisschen aus der Entfernung anzugucken. Besser? Federico! Besser! Mich stört ein bisschen, dass hier die Treppen und die Blöcke nicht vernünftig verbunden werden.
Aber gut, sagen wir einfach, es wären irgendwelche Verstärkungen. Ich glaube, es ist jetzt etwas besser. Es ist wuchtiger. Es ist jetzt etwas besser. So, und von ganz hinten mal betrachtet, ist es da auch wirklich wie eine Matrone, so richtig schön. Uff. Ja, ist es. So richtig schön. Uff. Oh, wow, das war ein weiter Sprung. Den habe ich sogar geschafft. Okay, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich warte auf das Urteil vom Fachmann. Und jetzt habe ich nämlich hier auch richtig Platz, glaube ich. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir jetzt was wegnehmen können. Ah, hier nicht, theoretisch zumindest. Aber hier ist alles soweit okay. Den können wir nämlich auch wegnehmen. Ach, prima. Wobei, so tief möchte ich gar nicht gehen. Wenn es dann nicht sein muss, dann... Ah, alles klar. Der muss und der muss dann auch bleiben, oder? Huch. Moment, was ist denn jetzt los? Ah, okay. Alles gut. Der muss also bleiben. Und die beiden müssen auch bleiben. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir das doch einfach hier ebenerdig hier. Dass es so ein bisschen tiefer ist. So. Ja, den nehmen wir dann auch weg. Machen wir das dann auch so. Zack, da kann man eine Kiste drunter stellen, weil das doch, glaube ich, auch eine Treppe ist, ne? Dann können wir da eine Kiste hinstellen, okay? Und du hattest natürlich recht. Das Problem liegt am Heck. Wäre das Heck vernünftig, so wie es jetzt ja hoffentlich ist, dann ist alles gar kein Problem mehr. Und guckt euch das mal an, weil wir jetzt hier noch Platz verschaffen können. Oh, wie cool, wie cool. So, aber trotzdem brauche ich recht schnell hier wieder Licht. Sonst habe ich hier recht schnell auch Besuch. Und es wird sowieso gerade dunkel.